Der Burgersdorfer Verschönerungsverein, der arbeitet dafür, Burgersdorf lebenswert und schön zu erhalten und vielleicht sogar schöner zu gestalten. Dazu gehört auch die Pflege des Kulturerbes, das wir haben, von schönen Bauten bis zu den Kleindenkmälern, die wir erhalten wollen. Sie geben Zeugnis ab für die Geschichte Burgersdorfers und der Menschen, die hier gelebt haben. Der Verein ist jetzt 140 Jahre alt, wurde gegründet 1873, nachdem schon 1868 ein Verschönerungskomitee gegründet worden ist. Nach dem Staatsgrundgesetz von 1867 war es möglich, in Österreich Vereine zu gründen. Es ist also erlaubt worden und gleich 1868 entstand das Verschönerungskomitee. Der Hintergrund war, dass nach dem Bau der Westbahn viele Menschen begonnen haben, nach Burgersdorf zu reisen und der Verschönerungsverein hat begonnen, den Ort herzurichten, damit er schön wird und gestaltet wird, dass sich Menschen, die hier auf Urlaub oder Tagesausflug kommen, auch wohlfühlen können. Und daraus entstand dann 5 Jahre später die Vereinsgründung eines Verschönerungsvereins, der gemeindenahe sehr viele Aufgaben übernommen hat, wie Straßen in Ordnung zu halten, Wege zu gestalten, Markierungen zu machen. Also eigentlich eine Interessensorganisation für die Gestaltung eines Ortes, für die Aufbereitung des touristischen Angebotes. Ja, die Tropeckwarte eröffnet August 1870. Das war ein Ereignis, wo der Tropeck in Besitz genommen wurde. Es war ja vorher schon so ein Aussichtsgerüst dort und es war ein zweitägiges Fest. Die Menschen sind nach Burgersdorf gekommen, haben gefeiert und waren begeistert, quasi diesen Tropeck für sich zu erobern. Der Sängerbrunnen ist ein zweites Projekt gewesen, nach dem Konzert des Wiener Männergesangsvereins, dort einen Brunnen zu gestalten und eine Erholungsfläche zu haben. Also auch wiederum der Sinn, Erholungsflächen für Touristen, für Wanderer. Und Wandern war eine In-Sportart in dieser Zeit, würde man so sagen müssen. Tourismus war in Burgersdorf ein wichtiges Standbein. Um 1910 waren im Sommer hier doppelt so viele Menschen wie im ganzen Jahr. Also Burgersdorf hat über 3000 Einwohner gehabt, im Sommer waren hier 6000 Menschen. 50% aller Wohnungen waren Sommerwohnungen. Die Touristen kamen nach Burgersdorf, machten hier Urlaub, sind bis zu 4 Wochen hier geblieben oder auch den ganzen Sommer. Es gab Tennisplätze, Ansichtskarten wurden gedruckt, auch der Verschönerungsverein war hier sehr aktiv. Den Ansichtskarten schreiben, das war etwas so wie heute SMS schreiben. Es war vollkommen normal, täglich mehrmals zu schreiben. Die Post wurde mehrmals transportiert und es gibt eine Unmenge von unterschiedlichen Postkarten von Burgersdorf. In den letzten 140 Jahren hat sich sehr viel geändert beim Verschönerungsverein. Wenn ich die alten Statuten hernehme, so sehe ich den ursprünglichen Vereinszweck, alles zu unternehmen, um den Fremdenverkehr zu heben und die Anregungen für den Aufenthalt der Fremden, insbesondere der Sommergäste, zu geben. Jetzt gibt es aber keine Fremden mehr, in der EU schon gar nicht mehr, und die Sommerfrischler sind auch ausgestorben. Und darum haben wir das Ziel geändert. Wir sind jetzt im Verein für die Burgersdorfer da, dass sie gerne hier leben und dass ihr Lebensmittelpunkt schön gestaltet ist. Wir pflegen die Blumen am Hauptplatz. Aus einem Dutzend Damen werden Zupftrupps gebildet, die wöchentlich im Radl durchgehen. Dann stellen wir Bänke auf, dort wo ältere Menschen Rastplätze brauchen. Dann begrünen wir Wände, die, die es nötig haben natürlich, und das sind vor allem auch die Lärmschutzwände. Und schließlich motivieren wir gemeinsam mit der Stadtgemeinde die Bevölkerung durch Blumenschmuckwettbewerb, durch Prämierung von vorbildlichen Bauten. Wir veranstalten das Ostereiersuchen jährlich für Burgersdorfer Kinder. Das ist schon ein sozialer Treffpunkt geworden. Und schließlich machen wir jedes Jahr ein größeres Projekt, das wir dann gemeinsam mit der Stadtgemeinde oder auch mit dem Land Niederösterreich, mit dem Denkmalamt verwirklichen. Der Verschönerungsverein hat eine lange Geschichte, aber ich gehe davon aus, mindestens so eine lange Zukunft, wenn nicht mehr. Und der Verschönerungsverein hat auch diesen Wandel mitgemacht von einem Verein, der für Touristen den Ort aufbereitet, zu einem Verein, der für die Bewohner des Ortes da ist. Und im Prinzip wird Ähnliches gemacht wie früher. Ich denke nur an die Kleindenkmäler, was hier gepflegt wird und dargestellt wird. Und eigentlich sind wir heute sehr, sehr froh, dass dieser Verein mit so vielen Menschen so aktiv arbeitet, dass in Burgersdorf das Umfeld und die Umwelt so gestaltet wird, dass wir uns alle hier wohlfühlen. Die Leute, die schon länger hier wohnen, die hier zuziehen, die hier noch zuziehen werden, aber auch die vielen Tagestouristen, die aus Wien immer wieder herkommen und sich erfreuen, wie schön das Ortsbild ist. Und da kann man nur sagen, herzlichen Dank und wir hoffen, dass die nächsten 140 Jahre so weitergearbeitet wird. Musik.